Vergangenen Freitag, dem 22. März, fand in Kloten vor rund 350 Gästen zum Thema Russland, die Schweiz, die Neutralität die 9. Ausgabe von Dinner mit Input statt. Hauptattraktion des Abends war die Rede des russischen Botschafters in der Schweiz, Sergei Garmonin. Wir von Ihnen mit Input, wenn Sie Veranstaltungen organisieren, wo wir Menschen, die so ein bisschen in den Ecken reingedrängt werden, Platz haben, ihre Botschaften zu zeigen. Wir stehen auch für freie Meinungsäußerung und für eine offene gesellschaftliche Diskussion. Und gleichzeitig auch dann Videos kreieren daraus, wo dann breit in die Öffentlichkeit geht. Also es geht wirklich darum, Botschaften ein bisschen rauszusenden. Kritisch aufmerksam auf Mainstream. Das ist jetzt schon das x-te Mal, dass ich komme. Und mich fasziniert, was der immer für tolle Leute anbringt, der Organisator. Und es ist ein total schönes Erlebnis. Man kann essen und interessante Gespräche führen. Ich schätze es, dass der Botschafter zugesagt hat, dass aber auch von den Behörden jemand zugesagt hat. Habe ich mal den russischen Botschafter persönlich gesehen. Also ich weiß, wie er aussieht von Bildern, aber ich habe ihn noch nie. Es ist halt immer anders, wenn man einen Menschen mal so auf der Bühne sieht und reden hört. Ich möchte auch mal die hören von den Russen und ich möchte auch hören von denen, die Russland gut kennen, oder? Nach einer kurzen Einführung und einem Ausblick des Gastgebers ertönten im Saal Tschaikowski-Pianoklänge, bevor Peter Henseler, der in Russland lebende Unternehmer und Blogger von Voice from Russia, wichtige geopolitische Hintergründe zum Ukraine-Konflikt vermittelte. Wichtig ist auch die Erwähnung der BRICS. Das wird in den westlichen Medien völlig totgeschwiegen. Obwohl 2014 ein Paukenschlag passiert ist, nämlich die Gründung von einem alternativen Währungsfonds und einer alternativen Weltbank. Ich finde es immer spannend, wieder neue Leute zum gleichen Thema anzuhören. Das Thema ist eigentlich so x-mal gehört auf alternativen Medien und trotzdem wieder neue Inputs, weil es ein neuer Redner ist. Oder? Zum gelungenen Anlass trug auch der Schweizer Spitzendiplomat Jean-Daniel Ruch bei, der bis letzten Herbst noch Staatssekretär für das neu geschaffene Amt für Sicherheitspolitik hätte werden sollen. Er vertrat die Position der offiziellen Schweiz, zitierte den französischen Philosophen Voltaire und ermutigte die Menschen, neugierig zu sein. Ich bin nicht einverstanden mit, was Sie denken, aber ich werde kämpfen, sodass Sie es sagen dürfen. Wir sind alle in unserem lieben Kästli und wir wollen nicht einmal schauen, was auf der anderen Seite passiert. Die andere Seite bekam ihre Bühne. Der Botschafter der Russischen Föderation kritisierte den einseitigen Umgang der Schweiz mit der Neutralität. Übrigens zu Sanktionen und Neutralität. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass Sanktionen mit der Neutralität durchaus vereinbar sind. Dann stellt sich die Frage, wie viele Sanktionspakete hat die Schweiz gegen die USA oder beispielsweise Großbritannien wegen der Bombardierung, des Irak, wo mindestens 1 Million Menschen starben, wegen Aggression gegen Jugoslawien, Libyen, Syrien, Afghanistan eingeführt. Alle diese Taten der Angelsachsen wurden vom UNO-Sicherheitsrat nicht sanktioniert und stellen einen groben Verstoß gegen das Völkerrecht dar. Nach einem vielseitigen Dessertbuffet fand unter Einbezug von Fragen aus dem Publikum eine Podiumsdiskussion mit den Referenten statt. Die Gäste schätzten den Austausch und ich als TTV-Reporter war bemüht, von Frauen Ratschläge einzuholen, wie man diesen Austausch unterschiedlicher Positionen noch verbessern könnte. Hilft es, Fragen zu stellen? Das ist, finde ich, recht ein guter Ansatz. Ja, also ich kann nur sagen, hingehen, ja, was ich tatsächlich auch öfter noch tue, und dann tatsächlich Fragen stellen. Ja, und zwar immer mit Sokrates. Ist das so? Also, dass man immer fragt, ist das so? Also wenn jemand irgendwas sagt und dann immer nochmal die Gegenfrage stellt, ist das so? Weißt du, dass das so ist? Auch immer mal zu fragen, warst du da? Hast du schon mal, also hast du es gesehen? Ja, also jetzt auch, wart ihr schon mal in Kiew? Wart ihr schon mal in Moskau, wenn man über die Russen redet? Ja, oder hat man es dir erzählt? Ist das so? Und kennst du jemanden persönlich? Hast du mit jemandem persönlich gesprochen? Aber da mal hingehen und einen Eindruck gewinnen. Was machen die so? Wie reden die?
wie sehen die aus? Ja, also einfach das auch gefühlsmäßig einfach mal wahrzunehmen. Ja? Wie sind die organisiert? Und das ist Beobachtung einfach, eine Sozialstudie. Ja? Und ich finde, da kann man viel lernen.